Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf Minecraft Matrix und ich will heute mit Hanik ein bisschen über Wooly quatschen. Ja, ich habe extra zu Hanik gesagt, komm mal bitte online, wir müssen wegen Wooly quatschen, weil irgendwie hat einen komplett neuen Skin bekommen durch Command Blocks und allgemein dann direkt einen Jump Boost noch. Also er hat Vorteile plötzlich erhalten durch wen oder was auch immer. Und ich check das nicht. Und ich bin einfach immer noch der Überzeugung, dass Wooly der Cheater ist in der ganzen Situation. Ich glaube, Hanik müsste jetzt auch gleich online sein. Da kommt er gerade auch. Deswegen, ich muss unbedingt mit ihm quatschen. Ich glaube, Hanik hat sogar auch ein bisschen gefarmt. Ja, hier. Ey, Digga. Jo. Also jetzt, wir müssen wirklich über Wooly quatschen. Das ist richtig. Das müssen wir. Weil, also okay, von mir aus bin ich ein bisschen doof und so und ich bin für die ganze Situation zuständig und was auch immer. Aber warum hat Wooly die ganze Zeit nur Vorteile? Ja, also es ist halt wirklich komisch, ne? Also wir hatten halt diesen riesigen Bedrock-Kasten. Der war hier, ja. Und er ist halt, guck mal, er ist nicht reingekommen, weil wir zu wenig Enderperlen hatten. Richtig. Und dann hab ich das ja ausprobiert und rein zufällig hat dieser Command-Block dann auch geklappt und hat ihm, hat ihm den Vorteil gegeben, dass er doch reinkam ohne Enderperle. Das war schon ein bisschen weird. Ich meine, vielleicht lucky, aber dann betätige ich ja den einen und bekomme einfach einen neuen Skin in der letzten und Folge, Bro. Man muss auch dazu sagen, als du den Knopf ja nochmal betätigt hast, wo ja eigentlich diese Tür aufgegangen ist, ging es ja nicht wieder auf. Das heißt, da ist ja nichts passiert. Richtig, richtig, weil... Der hatte keine Funktion. Genau, richtig, weil wir sind nur rausgekommen, weil ich ja rum Button smashed habe und dann, ist der ganze Bedrock-Kasten plötzlich weg gewesen. Einfach komplett gone. So, deswegen, es ist halt wirklich komisch, aber Wooly hatte dann auch Jump Boost 3, hat er gesagt, oder so? Das geht halt gar nicht fit, Alter. Hast du eigentlich noch Essen? Ich hab nichts mehr. Ja, hier ein bisschen was. Digga! Hier, ich hab zwei Steaks. Ja, über das andere müssen wir noch quatschen, aber ich find's gut, dass du schon mal Eisen und so gefarmt hast. Ja, ich war ein bisschen AFK-Farm, Leute, ich bin jetzt voll Iron. Wir streamen auch bald das Projekt. Ja, auf jeden Fall, also ich will auf jeden Fall ein paar Streams anhauen. Ich hatte jetzt keine Zeit, wir haben uns jetzt auch spät verabredet, ja. Es ist ja schon 22 Uhr. Richtig, richtig. Also heute ist wirklich sehr, sehr spät, aber ich weiß halt, dass Wooly um die Zeit halt nicht mehr online sein kann, deswegen und ohne, dass er Verdacht schöpft, habe ich halt anders mit dir nicht quatschen wollen. Ja, ich finde es einfach nur extrem komisch, was halt einfach passiert. Ja, das stimmt. Ja, okay, aber wir haben jetzt... Link? Wo sind wir? Was sind das für Blöcke? Bro, habe ich überhaupt meinen Shader an? Ist der an? Ist der aus? Ich merke gerade den Unterschied nicht. Oder gib mir mal die Fackel. Bro, das sind diese Structure Void Blöcke. Was? Ist Wooly online? Nee, das sind nur wir beide. Bro, was? Hä? Okay, Bro, was ist das hier? Warte mal, das ist ein Maze? Wir können das aber auch nicht abbauen. Oh Gott, ich denke, oh mein Gott, weißt du noch die Zeit, wo wir so Horrorvideos gemacht haben auf deinem Kanal? Oh mein Gott, ja. Flashbacks. Kann man das abbauen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nee, Bro, man kann das nicht abbauen. Was ist das hier? Kurzlagebericht. Was? Wooly ist nicht online. Wooly ist nicht online und gerade ist irgendwas passiert. Kann man das über die Konsole machen? Also, bei so Servern einporten und sowas? Wir wurden teleportiert, sowas geht über die Konsole rein theoretisch, ja, aber meinst du, der hat sowas hier gebaut? Der hat doch kein Creative. Also du kannst ja nur diese Blöcke bekommen, wenn du OP hast. Ja, aber vielleicht hat er ja OP, das wissen wir ja nicht. Hä? Lass uns einfach hier durch. Bro, lass mal wahrscheinlich einfach nur wieder ein Prank. Durch. Ich meine, beim letzten Mal ist ja auch nichts passiert, you know. Ist hier? Nee, meinst du hier hinten? Nee, hier ist eine Sackgasse. Bro, ich hab jetzt keinen Bock auf so ein Maze. Geh du vor, Digga. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Zieh weiter. Sound, oder ist das? Was für ein Sound? So ein Knistern. Hab ich das nur gehört? Ich glaube, du hast es nur gehört. Sind zwei Sachen. Schreibt steht hier. Nieder. Hier ist noch ein Schild. Und ein Pfad öffnet sich. Schreibt eure Wünsche nieder und ein Pfad öffnet sich. Was ist da drin? Buch und Feder. Hä? Was sind deine Wünsche so, Kiro? Ich will, dass ihr die 40.000 Abonnenten bei mir vollmacht. Das ist mein Wunsch. Smart, okay. Ich schreibe so Kiro Doppelpunkt. Ja. 40.000
Abos. Hä? Ich wünsche mir 1000 Likes auf dieses Video. Ja! 1000 Likes auf dieses Video. Okay, sign. Okay, das sind unsere Wünsche. Okay, ja, dann. Tu's rein. Nein, das ist so ein Redstone-Sache, ne? Meinst du? Das ist aber cool, guck mal. Mir ist nichts passiert. Nee. Hä? Sollte was passieren? Ja, okay. Warte mal. Nein, warte. Redstone-Signale funktionieren doch bei diesem Lecture bloß, wenn man umblättert. Ach so. Schreib deinen Wunsch auf eine Extra-Seite. Okay. Wir versuchen es. Ich schreib hier einfach hin, Ja, die 1000 Likes, mach das. Ich schreib hier einfach abonnieren hin. So, und dann. Okay, und jetzt? Was war das? Bro, einfach hier so Glücksspielautomat, Bro, was war das? Für Junge? Hier ist was aufgegangen. Ich muss Real Talk sagen, wenn Wooly das macht, das ist cool hier. Das ist cool gerade. Aber so klug ist Wooly doch gar nicht, um sowas zu konstruieren. Jetzt mal Real Talk. Und was ist jetzt hier, Bro? Was ist hier? Warte, hier steht was. Wem fügen Sie Leid zu? Hier hinten steht, was verbrechen Spieler? Sprecht es laut aus. Was verbrechen Spieler? Da drüben steht, wem fügen Sie Leid zu? Und hier steht dran, sprecht es laut aus. Irgendwie habe ich eine Erinnerung. Was meinst du? Ich habe eine Erinnerung, aber nur so schwammig. Ich habe in meinem Kopf eine Wüste. Wie Wüste? Ich kann mich an eine Wüste erinnern. Hey Bro, was laberst du gerade? Hä? Was für Wüste? Was redest du? Ich habe in meinem Kopf ich kann mich an eine Wüste erinnern und ich habe blaues Wasser getrunken. Sind meine Augen blau, Kiro? Ja, Digga, schon seit Anfang an von Matrix. Also dein Skin hat sich nicht verändert, falls du auf das jetzt hinaus warst. Also du hast schon seit längerem blauen Augen. Ich wollte dich eigentlich auch schon mal... Von Wasser, Gero. Ich habe blaue Augen wegen dem blauen Wasser. Was redest du? Digga, du solltest mal weniger blaue Takis essen, glaube ich. Ich habe sogar neben mir gerade blaue Takis stehen. Nicht dein Ernst. Aber ich check die Schilder nicht Giro, so ganz. Giro, wen, Giro. Was versprechen Spieler? Was soll das heißen? Villager. Sprecht es laut aus. Meinst du, wir sollen Villager, gemeinsam... Villager, Bro. Was verbrechen Spieler? Sie tun Villager weh. Sie versklaven Villager. Ja. Oh, stimmt. Das ergibt Villager. Sinn. Das ergibt Sinn. Wem fügen sie Leid zu? Ja. Villager. Und sprecht es... Jeder Spieler. Ja, richtig. Und sprecht es laut aus. Meinst du, wir müssen das zusammen sagen? Ja. Ja, okay. Dann lass es sagen. 3, 2, 1. Villager. Ich hab grad so Gänsehaut, Bro. Nur creepy, Bro. Das ist ein riesen Villager-Kopf. Der schwebt da einfach. Der ist Bedrock hier hinter, guck. Hä? Ja, und was soll das jetzt? Ist hier noch ein Rätsel? Ist hier irgendwas? Warte mal. Aber warum Villager, Bro? Was hat das jetzt mit Villagern? Wooly hat das niemals gemacht, weil du hast schon gesagt, Wooly ist ein bisschen zu blöd. Ja, aber was hat das mit Villager zu tun? Was hat Wooly mit Villagern zu tun? Ich habe was mit Villagern zu tun. Ja, ich eigentlich auch, weil ich ein komplettes Villager-Dorf in meinen Livestreams auf der Insel versklavt habe. Aber warum habe ich was mit Villagern zu tun? Ja, du wegen deiner Story. Was für eine Story? Wegen deiner Villager-Gamescom und so, was du gemacht hast. Du hast die Gamescom kaputt gemacht. Erinnerst du dich gar nicht mehr, oder was? Ich erinnere mich nicht, Kiro. Was redest du von einer Gamescom? Bro, aber was soll jetzt dieser riesige Villager-Kopf sagen? Ist da hinten irgendwas? Können wir raus? Ist hier jetzt irgendwas? Am Anfang? Hä? Kiro? Ja, was ist los? Ach Gott. Wie kommt man jetzt hier rein? Oder rauf? Oder dadurch? Durch die Nase vielleicht? Dann mach ich nimmer jetzt das Holz. Meinst du, wir sollen einfach durchbauen? Okay. Warte. So. Oh
Okay, es ist halt ein Bedrock-Kasten wieder. So wie dieser Bedrock-Kasten, wo wir drin gespawnt wurden. Wirklich? Nein, 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 der ist hohl! Der ist hohl! Komm hoch! Komm hoch! Okay, 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 okay. So. What the hell? Hä? Bro, ich hab so Gänsehaut gerade, oh, wirklich. Nein, Bro, ist das wieder wirklich. Kiro, ist das wieder ein Command-Block, Bro. Wir wollten uns treffen. Und Bro, wir haben 22 Uhr. Ich bin zu müde für den ganzen Scheiß hier, Mann. Oh mein Gott, Digga. Ich bin zu müde für diesen Quatsch. Hast du den Knopf dahin gemacht? Nein, da war das schon. Ich war doch nicht im Nether, Bro. Wir waren noch nicht im Nether in der Welt. Ja, stimmt. Komm, ich drück einfach. Komm. Hä? Hä? Digga, es ist doch nicht. Hä? Was? Was ist jetzt? Bro, wo. Nein, warte, wir sind bei uns zu Hause. Wir sind stuck. Es ist wirklich unglaublich. Es ist keine Folge, an der wir einfach mal normalen Content machen können. Wir werden Real Talk nicht. Oder irgendwas passiert. Was soll? Digga, warum passiert uns das ständig? Ja, aber warum passiert das Wooly nie? Aber ich weiß, ja, das frage ich mich halt auch. Real Talk, das frage ich mich halt auch. Wieso ist Wooly, also okay, wir wollten uns treffen, weil wir es vermeiden wollten, dass Wooly, dass wir mit Wooly sprechen. Ja. Aber warum passiert sowas jetzt schon wieder? Bro, ich bin einfach müde, Bro. Ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte einfach nur ein normales Video jetzt mit dir aufnehmen und jetzt sind wir hier gefangen. Vor allem, wie kommen wir jetzt hier raus? Hast du eine Enderperle? Hast du Wasser? Nee. Bro, du bist halt der Einzige, der so Dings. Ja, du hast nicht gefarmt, ne? Nee, ich hab nicht gefahren. Aber da hinten, warte mal, ich sehe einen Enderman. Guck mich an. Guck mich an. Oh, stimmt, warte. Guck mich an. Ich hab ihn angeguckt. Guck mich doch an. Er ist zu weit weg. Oh, komm, schau mich an. Schau mich an. Geht das nicht mit Trap? Bro, was ist. Warte. Bro, warte mal, guck mal. Guck mal. Hä? Guck mal in die Richtung. Guck mal in die Richtung hier. Da ist ein Command-Block. Befreiung. Ey! Hä? Hast du einen Pfeilbogen? Nee, Mann. Nein, hab ich nicht. Ich war nicht mehr auf dem Server seitdem, was letztens passiert ist. Die uns retten kann, jetzt die Person ist, wo wir uns getroffen haben, weil wir vermuten, dass die Person was im Schilde führt. Bro, das kannst du keine erzählen. Er wird uns ja niemals helfen jetzt, Bro, nach dem, was wir gemacht haben. Wird er auch nicht, Bro, niemals. Als ob er uns jetzt helfen will. Warte mal, Kiru. Ja. Hey! Werf nicht mit Eier nach mir. Es ist jetzt aber auch dunkel, Bro. Als ob wir jetzt auf Wooly angewiesen sind. Ich glaub's ja nicht. Ich kann halt jetzt auch einfach nicht spielen hier auf dem Server. Ja, Bro, wir sind trapped. Wir sind trapped, bis Wooly da ist. Und jetzt ist es auch noch nachts. Das heißt, Wooly geht jetzt einfach ganz entspannt ins Bett und wir sind jetzt hier stuck. Er hat überhaupt keine Ahnung von irgendwas, was hier passieren soll. Ja, er ist halt auch nicht mehr online, Bro. Der ist halt pennen gegangen, Mann. Ja, eben. Das geht gar nicht fit, Mann. Wieso? Warte mal. Kann man hier irgendwo im F5 noch irgendwas erkennen oder so? Das stimmt. Smart. Kann man da irgendwie... Ja, ich erkenne, dass wir in einem Bedrock-Klotz sind, Kiro. Ja, und ich erkenne halt, dass es bei uns zu Hause ist. Ja, wir sind direkt über uns am... Aber was ist das jetzt hier? Warum war da ein Villager, Bro? Das macht gar keinen Sinn. Was ich hat check das auch mit nicht. Was hat das mit Villagern zu tun, Bro? Was hat dieser Servant-Villager zu tun? Was hat... Ich mach mir eine Fackel hier hin. Bro, ich schneid's nicht. Ich schneid's wirklich Retalk nicht. Die Sonne geht jetzt auch auf. Ja, ich mach mir hier so ein was? Also... Ihr könnt mal wirklich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Was hat das jetzt alles mit Villager zu tun? Das ergibt doch von vorne bis hinten gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn, Bro. Das macht wirklich keinen Sinn. Ich meine, wir haben doch noch nicht mal ein Dorf hier in der Nähe oder so. Also wir haben doch... Also... Hä? Vor allem, warum sollten wir... Wir sollten ja auch so... Was tut man allen Villagern an und so? Ja, dass das auch so rätselbasiert war. Bro, ist irgendjemand anders bei uns auf dem Server? Ey, guck doch mal auf die Tablist, da ist keiner. Ja, nein, ich meine halt, meinst du, vielleicht hat sich irgendjemand reingehackt oder so von den Zuschauern oder so, keine Ahnung. Jo, wahrscheinlich einer von unseren Zuschauern, Bro, wahrscheinlich. Ja, was weiß ich, Digga, das Projekt hat doch schon so komisch gestartet, dass ich durch einen Command-Block einfach unsere Welt gelöscht habe, sozusagen. Die Welt ist sowieso cursed, Retalk, ich war auch vorhin einfach farmen und in diesen Höhlen war einfach so gefühlt gar kein Iron. Also das Iron, was ich hier habe, ist alles, was ich gefunden habe. In riesigen Schlüchten waren so richtig oft kein Iron und nix, Bro. Und irgendwann, so als wäre das hier falsch gerendert worden, you know? Das war vorher nicht so.
Ja, verstehe ich. Bro, du hättest einfach nicht auf den Knopf, glaube ich, drücken sollen. Ja, sonst wären wir ja auch nicht rausgekommen aus diesem komischen Maze. Ja, okay, aber jetzt, ja, ja toll. Wir hätten in den Koordinaten gucken können, wo wir waren eigentlich. Das wäre smart. Oh, stimmt, das haben wir total vergessen. Das wäre. Nein. Was? Wooly, schreib mal schnell Wooly auf Discord oder so. Vielleicht ist er ja noch online. Der muss diesen Knopf hier drücken. Befreiung. Tja, ich würde sagen, Kiro, das war's mit Minecraft Matrix für heute. Wir können nichts machen. Tja, das ist irgendwie. Das war's, Leute. Das ist ernüchternd irgendwie. Das ist auch irgendwie jetzt die kürzeste Folge aktuell. Ja. Mehr als das gibt's nicht. Also, wir können jetzt hier noch unnötig 5 Minuten rumquatschen, aber. Ja, das ist Quatsch. Ja. Ich glaube, mehr als das bietet jetzt hier aber auch nicht. Ja, was wollen wir jetzt. Tut mir leid, Leute. Es gibt halt nichts anderes als das. Das Leute, ist so dämlich. Let's Play im Bedrock-Kasten. Hey, hallo. Yo! Willkommen zu Tag 1 im Bedrock-Kasten. Willkommen zu Minecraft. 100 Tage im Bedrock-Kasten, bis Wooly kommt. Yippie! Wenn Wooly morgen nicht online kommt, dann sind wir so verdammt, Mann. Das ist crazy. Bro, vor allem, du warst jetzt eigentlich voll im Grind-Modus. Ja, Mann. Das hast du mit Eisen und so schon rumhantiert. Ich bin ready, die Diamanten zu bekommen, Bro. Das ist crazy. Ja, und jetzt sind wir hier. Ganz toll. Ja, ich würde sagen, Jo. Wir sehen dann, uns ja, ich gehe jetzt wieder, ins Bett. Wenn Wooly uns geantwortet hat oder so. Ja. Jetzt pennen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Leute. Wir sehen uns wieder, wenn Wooly da ist. Das heißt, wenn ihr die nächste Folge Matrix seht, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass Wooly uns befreien konnte, I guess. Mhm. Falls nicht, dann war es das mit dem Projekt. Ja, dann, wir werden sehen. Geht Minecraft-Matrix weiter, oder? Ja, oder hä, hast du keinen Konsolenzugriff? Ja. Du kannst es doch hier eigentlich rausporten. Nein, habe ich nicht, Kiro. Bro, das ist dein Server. Ich habe keinen Server. Wie? Ich hab's dir doch gesagt letzte Folge, oder? Hä? Also, dass du keine Backups hast, wusste ich, aber du hast gar keinen Zugriff mehr. Nein, hab ich nicht, Kiro. Bro, okay, ich krieg gerade schon wieder den nächsten Gänsehautanfall, Bro. Das ist gerade übelst gruselig. Ist egal. Wer kontrolliert dann den Server? Keine Ahnung, Mann. Die blauen Tuckies. Die blauen Tuckies kontrollieren den Server. Bro, das macht mich gerade richtig fertig. Ja. Das macht mich richtig. Naja, gut, ich quatsche jetzt noch mit den Zuschauern. Ich gehe jetzt Fullmute. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall. Ja. Okay, Freunde, wenn ihr irgendwie Theorien oder Gedankengänge habt, egal, also es muss weder richtig noch falsch sein, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin einfach mehr als nur maximal verwirrt. Muss ich euch einfach sagen. Wir wurden einfach random teleportiert, als wir, und das muss ich auch noch festhalten, als wir über Wooly geredet haben. Komischerweise, dann wurden wir jetzt teleportiert. Und davor, die Folgen davor, wurde Wooly auch die ganze Zeit bevorzugt. Das heißt, was haben wir hier eigentlich für ein Phänomen? Entweder ist Wooly der Drahtzieher zu allem, hat jetzt uns mit der Konsole geprankt, hat da im Hintergrund mit OP-Rechten oder so dieses Structure Maze da gebaut. Oder dieses Jigsaw-Zeugs da. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was das sein soll. Und führt uns einfach nur an der Nase herum. Weil er kriegt einen neuen freshen Skin. Er kriegt Jump Boost. Was geht hier eigentlich vor sich? Aber was keinen Sinn ergibt. Weder zwischen Wooly in der Verbindung, noch mit mir, noch mit Handig. Was hat dieser Villager-Kopf zu tun? Oder was sollte der aussagen? Ich bin sowas von verwirrt, aber extrem gespannt auf eure Antworten in den Kommentaren. Deswegen, wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es rein. Ansonsten gerne ein Like da lassen, abonniert, um nichts mehr zu verpassen, um keine Matrix-Folge mehr zu verpassen. Und haut die Glocke mal komplett kaputt. Wir sehen uns. Bye, bye.